Hallo Leute, wir sehen hier ein Smiley. Es könnte auch ein Zeichen der Illuminaten sein oder ein Zeichen der Zeugen Jehovas. Aber wir wollen jetzt ins neue, gepatchte WarZ starten hier im Let's Play. Und natürlich ist wieder dabei heute Fein. Ja, Belloni! Ja, und ich habe gute Laune, denn Dortmund hat gerade noch ein 2-2er kämpft. Ah, ich habe es auch noch gesehen, Alter. Real Manchester war auch ein richtig geiles Game. Also, top. Da war wieder der Sky Conference. Play Game. Ich pack mir mal nichts ein, weil ich habe keinen Bock mehr, jetzt einen Hammer einzupacken, weil ich nicht weiß, ob der Char das ist. Hier sind jetzt einige Server schon gelockt, mit Passwort. Ich scroll einfach nach ganz unten. Es sind noch ein paar EU-Server da, also ich denke auch mal. Ja. Aber die sind natürlich jetzt alle viel besser besucht. Krass. Das tut dem Ganzen aber nichts Schlechtes. Boah, wie viel jetzt mit Schloss sind. Ja. Und es gibt leider nicht mehr unseren 258. Ja gut. Der wurde von irgendeinem Mexikaner übernommen. Nostalgisch sagen, EU-Server 58. Oh, das ist ein 50er-Server. Ach, gibt es nur noch 50er-Server? Ja, es gibt, ist keine Ahnung, aber es gibt auf jeden Fall keine kleinen Server mehr. Boah, der ist aber mit 7 Leuten besucht. Alter. Ja, dann nehmen wir den da drunter. 59 ist jetzt unsere Qual. 59, Joint Server. Aber wir sind eventuell nicht in der Nähe, das heißt, wir müssen gleich mal kugeln. Ja, das muss ich noch gleich umloggen. Weil ich habe ja ganz am Ende der Episode davor noch eine M4 gefunden, aber ich stehe halt jetzt direkt an dem PvP-Building, also an diesem großen Hochhaus in Campus City. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt direkt mal abgeknallt werde, abgenatzt werde. Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch, Alter. Bete. So eine er betet für meinen Untergang. Ja. Tut dir mal ganz gut. Ja, hatte ich schon häufig genug jetzt hier. So, wo bin ich? In WarZ. Ich bin bei Clearview, also kann ich direkt umloggen. Ja, gut. Quit. Was Nuts, was gönnst du dir da gerade, Alter? Nüsse? Oh, jetzt Kaugummi. Hört man das? So, ja, übelst. Alles leg ich den hier immer auf den Tisch. Boah, und ich bin direkt bei dem PvP-Building. Ja, ich muss mich jetzt schnell einloggen mit meinem Holzfällerhemd, Joe. Der leider nur 3 Stunden 50 hat und der andere hat schon 11 Stunden 43. Bitter. Aber dann müssen wir halt so lange spielen, bis ich mal wieder sterbe und dann zu ihm hinlaufen muss. Ja. Ich pack mir aber hier mal direkt auch einen Hammer ein, Alter. Ich habe jetzt keinen Bock. Und einmal Painkillers. So, ich camp jetzt hier mal bei dem Gebäude. So, wo bist du jetzt nochmal? Was haben ich wir jetzt? Ich bin direkt bei dem 59, großen, ne? Nee, bei dem Server Hochhaus. Meinte ich halt. Server 59, ja. Wie heißt denn du? Ich heiße Daiko LP2. Daiko LP2, wie ist es? Ja, ich bin noch nicht drauf, ne? Okay. Ich muss jetzt erstmal jetzt. Please wait, connect to server. Ja, und Dortmund hat richtig fett gewonnen einfach! Mann, ey, jetzt muss ich hier schießen, ey. Team nur. Echt? Kacke! Musst du schießen? Ja. Warum? Es kann sein, dass ich jetzt abgenutzt werde. Oh, fuck. Die Chance ist auf jeden Fall da, weil ich mich jetzt in den Wald retten muss, weil hinter dem Zaun sind diese Zombies. Ich glaube, sie kommen nicht mehr. Nee, die kommen nicht mehr. Ich bin jetzt bei Campus City. Ehrlich? Soll ich jetzt bei dem Haus warten oder soll ich dir entgegenkommen? Nee, bei dem Haus ist komplett... Ich bin rechts von Campus City, nähe Goblin Peak Settlement. Okay. Boah, ungefähr 5 Zombies gehen jetzt an den Punkt, wo ich geschossen habe. Boah, auf jeden Fall verweilen sie da auch. Ich muss mal gucken, von wo ich hier reinkomme. Bist du denn da auch in der Nähe? Rechts von Campus City oder bist du komplett durch Campus City einmal durch? Ich bin bei dem Haus. Ja, aber wo ist das? Ich kenne das ja nicht. Mein Pfeil ist... Ah, du sagtest doch, ich kann dich in Gruppe einladen. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, wie das geht. F2, F3, F4. Ich verschanze mich jetzt erstmal woanders in einem anderen Haus, damit ich hier jetzt nicht abgenutzt werde. So, dann will ich das doch jetzt erstmal gucken, wie das geht. Ja. Ich habe gerade ein bisschen gespielt und auch einen Gruppeninvite bekommen, aber gar nicht, ich wusste gar nicht, wie ich den annehme. Kann man doch mal eben, wie kann ich einen in die Gruppe einladen? Vielleicht auch auf Englisch schreiben, weil wer weiß, auf welchem Server hier wir jetzt gerade gelandet sind. Aber meistens spielen ja viele Deutsche. Und ihr so mitgekriegt in der Vergangenheit. Ja, ich laufe hier mit Painkillers in der Hand. Tab. Ach so. Okay. Ach so, und dann einfach auf dich draufklicken. Wo bist du denn? Pelon. Ja klar, invite to group. Group invite sent.
Ja, ist gekommen. So, jetzt drücke ich Tab und Daiko. Ach so, wenn ich jetzt bei mir Tab drücke, blinkst du blau. Zack, 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 dann steht da Accept Group Invite oder Report. Alles klar. Nice. Da haben wir mal unsere kleine Leiste, die ein bisschen zu groß ist, finde ich. Stört ein bisschen, aber egal. Jetzt sehe ich dich übrigens auf der Karte. Wenn du M drückst, kannst du mich auch sehen. Das ist, finde ich, die geilste Erneuerung. Aber Friendly Fire gibt es mit Sicherheit immer noch. Ey, da ist sogar so ein Pfeil. Guck mal. Ja, ich sehe dich. Guck mal in meine Richtung. Jetzt ist so ein gelber Pfeil. Ja, man sieht dich jetzt über dem Kopf. Ja, fette Sache. Und für mich bisher... Achso, wollen wir mal kurz über die Erneuerung sprechen? Ich hab mir da nichts schlau gemacht, so wirklich. Du hast ja schon ein bisschen gezockt. Ja, ich hab ein bisschen mal sagen. Also, was jetzt, für mich die geilste Änderung ist definitiv jetzt erstmal, dass es einen Langbogen geben wird. Also einen Bogen in dem Spiel. Der ist wahrscheinlich auch sehr effektiv und soll auch wieder lautlos killen oder so. Also das ist das, worauf ich mich momentan am meisten freue. Leider gibt's noch keine neuen Maps und so weiter und auch, haben sie das mit dem Talentbaum noch nicht eingeführt. Und weiterhin haben sie noch ein paar Waffenspawnplätze eingebaut, die dann auch von mehr Zombies besucht werden als vorher. Aber wenn man jetzt sieht, dass viele Zombies unterwegs sind, weiß man auch, dass da wohl ein wertvolles Item liegt. Aber was ich auf jeden Fall auch sehe, ist, dass sie im Gras immer aufgeben. Noch nichts gemacht haben. Also, nee, dass das hier wieder nichts rumliegt in der Welt. Oh ja, und angeblich haben sie die Lightning, also die Lichteffekte verbessert. Mal sehen, was das wieder bedeuten soll. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Schatten und so, aber... Ja. Ja, das ist hier jetzt noch nicht Far Cry oder so. Nee. Aber wie gesagt, das Geilste ist einfach der Langbogen, beziehungsweise der Crossbow. Und morgen nehmen wir dann endlich das 100-Abo-Special auf. Wie bitte? Ich habe gerade gesagt, morgen nehmen wir endlich dann das 100-Abo-Special auf. Ja, wir hatten es ja schon. Ja, ich hab's ja auch noch, wie gesagt. Boah, hier sind aber richtig viele Zombies jetzt. Ich komm dir mal entgegen. Ja. Zum Glück habe ich einen Hammer, Alter. Oh, die sind auch schneller tot jetzt, habe ich das Gefühl. Ja. Achso, du hast einen Hammer. Ja, ich habe mir einen Hammer eingepackt. So, weil ich habe ja noch einen Hammer von dir im Gepäck. So. Im Gepäckel. Aber ich habe auch noch eine Krüger für dich. Ja, bleib doch mal da in der Nähe des Hauses. Vielleicht können wir da direkt Action machen. Ja, ich komme dir mal entgegen. Wir sind zu zweit, sind wir ein bisschen schnell. Boah, da ist so ein geiles Haus, wo man so hochgehen kann. Ja. Ich bin gleich bei dir. Ja, aber pass auf, da draußen sind übelst Zombies. Ich sneak hier lang und will jetzt einfach da gleich reingehen. Bleib drin. Geh nicht durch die Mauer. Ich hab Bock, da jetzt einfach auch durchzugehen, weißt du? Ich kill jetzt hier mal einen kleinen Zombie. Was war das denn? Hast du das gehört? Ja, das ist dieser Sound, wo man denkt, eine Kugel geht an einem vorbei, aber das stimmt nicht ganz. Oder das ist einfach der Bogensound, Alter. Nee, das ist einfach der Sound, der so ein bisschen blöd ist. Der ist auch neu auf jeden Fall. Also ich finde das geil, jetzt sehe ich dich viel besser. Da bist du ja. Jetzt kann man besser so. Nice, Alter. War da in dem Haus was? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich war noch nicht hier drin. War in dem großen Haus da hinten was? Ich finde, das ist eine richtig geile Erneuerung. War denn da in dem großen Haus was? Weiß ich nicht. So, ich nehme mal die M4 rein und guck mal, ob Friendly Fire funktioniert. Ja klar, das ist wahrscheinlich noch ganz normal so. Das wollen wir jetzt nicht ausprobieren. Ja, natürlich, wenn ich dich jetzt abknalle, dann bist du auch tot, da bin ich mir auch ganz sicher. Aber so kommt auf jeden Fall keine Konfusion. Du kannst mir ja einen Hit geben mit irgendwas, aber... Oh, hier ist ein Baseball-Bat! Nice. Ein Metall-Bat sogar. Hier ist auch noch einer. Also wie gesagt, das... Und das ist ein normaler, aber ein Metall-Bat hatte ich, glaube ich, noch nie. Metal-Bat, ja. Ja, den muss ich hier liegen lassen. Wie ich gesagt habe, also es gibt jetzt mehr Spawnplätze für Waffen und so weiter. Ja, also damit ist es dann echt so, dass sie jetzt doch nicht auf Buy to Win gehen, sondern jetzt doch sich wieder zurückrudern. Weil die auch, glaube ich, übel Schiss haben, weil auch viele sich wahrscheinlich beschwert haben, ich finde hier nichts mehr, und man hat eh nur ein Zweihandwaffe dabei und so. Man will ja auch definitiv nicht dauernd seinen Charakter löschen, damit man eine Flashlight mitnehmen kann. Vor allen Dingen, weil man dann ja auch wieder die Spielzeit haben muss, ne? Genau. Ja, und die Experience sind verloren und so weiter. Ne? Ich gehe hier mal einfach so lang. Mit der Experience können wir jetzt beide noch nichts anfangen. Es gibt noch keine Talentbäume und so weiter. Das Problem ist, ich spiele ja meinen Main-Char nicht weiter. Das finde ich richtig bitter. Sollen wir vielleicht mal wieder so einrichten, dass ich einfach mal eher zu dir laufe oder andersrum. Weil mit dem habe ich jetzt ja auch noch nicht oft gespielt hier. Nee. So, aber was ich schade finde, ich gehe hier hoch jetzt gerade. Weil hier oben liegt doch... Übelst, was, wenn die hier jetzt echt die Spawn. So, ja, warte doch mal.
Hier. Ist da was, oder was? Ich geb dir mal hier die Krüger. Ah, ist eine Handfeuerwaffe, ne? Ah, warte mal. Ja. Ah, das bringt natürlich nicht so viel. Brauchst du irgendwie... Boah, das hätte ich fast genießt, Alter. Nee. Ah, ist ja nicht so schlimm. Nein, deswegen nicht, aber... Oh, hier ist noch ein Baseballschläger. Ja, wie gesagt, also es gibt jetzt... Oh, ich hab einen Zombie angezogen, aufpassen. Ja, den kill ich wohl. Also ja, es gibt von hinten deutlich mehr Waffen. So viele Waffen haben wir vorher noch nie gefunden. Das ist für mich jetzt auch der Beweis, dass das... Darf ich mal... Ich hab noch nie den Metallbett probiert. Oh ja, natürlich. Hui. Boah. Ja, der geht auch ab. Oh, der geht übelst ab. Ja. Nice. So, jetzt mal eine Etage höher. Vielleicht der Langbogen auch eher so in Wäldergegenden, also da im Norden. Ja, aber ich glaube, den haben sie einfach auch irgendwo hingepackert. Busch. Weil gerade habe ich mich auch eingeloggt mit irgendeinem Charakter und da war direkt daneben Tactical Knife. Irgendwo sind Zombies. Ja. Nimm mal meine Waffe rein, weil es ja jetzt ein Spieler hochrennt. Boah, hier, von oben kommen sie. Wow, what the fuck, Alter? Was war das denn jetzt, Alter? Hast du mit der Waffe gehauen? Ich hab den getötet, ja. Ach, mit dem Messer. So, von der Seite. Das hat sich übelst cruisy angehört. Hier aufs Dach gehen oder das lieber sein lassen, Alter? Ja, da war wohl einer. Aber ich nehme meine M4 rein. Ach, meinst du, hier oben ist einer, oder was? Das weiß ich. Das weiß ich nicht, wo einer ist. Ich hatte auch schon Leute von der Brücke da oben gekillt. Hier kann man natürlich auch übelst, ne? Sich hinlegen und da aufs Haus gucken. Arrow. Aber wie gesagt, sowas wollen wir, glaube ich, nie machen, weil das ist einfach nicht... Ja, das ist ja langweilig. Außerdem müssten wir dann höchstens das zusammenschneiden. Ja, dann lass uns mal jetzt ins große Haus gehen und den Bogen da rausholen. Ja. Den Bogen da. Ja, das wäre geil jetzt. Also das Ding will ich auf jeden Fall sehen. Aber wo gibt's die Pfeile dazu, weißt du? Gerade erstmal. Ja, ich denke mal, die sind einfach wie Schüsse da. Und dann findest du so ein Bogenmagazin. Ich hoffe auch, dass der instant killt. Ah, das glaube ich kaum. Boah, warte, den nehme ich? Mach, ja. Bevor du mir jetzt hinten in den Rücken haust. Boah, ich hasse dieses Schussgeräusch. Kommt schon wieder bei dir, Alter? Ja, das ist richtig nervig. Das ist auch total sinnlos. Hier kann man ja nochmal reinlunzen. Lunzen, ja. Ich weiß sowieso, dass ich gleich getötet werde. Boah, ey. Ah, hier ist auch nix. Ah, hier hinten vielleicht? In der Hintergammer? Im Hinterstübchen? In der Folterkammer? Wie geil ich heute eine FIFA-Folge aufgenommen habe, Alter. Boah, wie geil ich heute in Liga 3 eine FIFA-Folge aufgenommen habe. Eine hat ja nach Dings abgebrochen, weiß ich nicht, ob du schon gesehen hast. Welche? Ich habe so eine kleine Geburtstagsfolge gemacht. Und jetzt schon wieder dieses Schussgeräusch, also. Und das andere Mal habe ich 5-3 gewonnen. Aber 1-0 geführt, 1-1. 2-1, 2-2. Was ich hier liegen, 2-2. Ja? Oh. Ich nehme den rechten. Ja, wenn der auf dich läuft. Ja. Oh, nice, ey. Aber wir laufen auch wieder on the street, Alter. Hier kommt einer, irgendwo kommt einer. Hier. Ja, mach du den. Ja, uns wurden uns ja auch öfter schon in den Videokommentaren gefragt, was kann man mit den XPs machen? Aber ich hab's beantwortet. Noch nichts. Ja, wollen wir jetzt außenrum oder wollen wir jetzt hier einfach durch? Nimm du rechts, bitte. Ja. Kapuschka, Kabuta, Schnuta. Ich mach dich platt. Hey, jetzt kommt noch einer von da ganz hinten. Jetzt kommt noch einer von links. Wenn du den down hast, dann musst du... Komm her zu mir. Ich nehme ihn, ich nehme ihn. Alles klar. Ich nehme den nächsten, der kommt schon da. Der kommt, glaube ich, nie von alleine zu dir. Es kommt dann noch einer, der kommt wahrscheinlich da so ein bisschen. Ja, ich nehme ihn. Oh, jetzt kommt noch einer. Ich nehme den. Ich nehme den anderen. Pass auf, da kommt noch einer. Was ist denn los, Alter? Haben die Aggro-Range irgendwie erhöht? Ich glaube schon. Da kommt noch einer. Was ist das denn für ein Ranz hier jetzt, Alter? Mach du. Wenn die so in Abständen kommen, ist mir das alles egal. Ja, claro, aber... Ist das ein Spieler, Alter? Nee, das ist ein Zombie. Ich hab gedacht, das ich hatte Spieler. die... Ey, da ist auch schon das Haus! Hä? Ich hatte das ganz woanders in Erinnerung. Ich hatte egal, das aufpassen, Alter. Wie komisch ist das denn? Wo kann man nochmal rein von hier hinten, ne? Ja. Ist der, ja. Ich geh da, und wir rennen wieder nach oben, ja? Einfach nach oben rennen, ja. Da ist ein Spieler. Da steht er. Da. Geh weg, sonst kann ich ihn nicht abknallen. Wo ist er denn jetzt?